Sorry, meine Freundin hat angerufen. Wäre die Erde, ja, Entschuldigung, wäre die Ausbreitung des Universums mit nur ein Trilliardstel, ja, schneller oder langsamer gewesen, sagen die Wissenschaftler selber. Ein Trilliardstel. Ja, wisst ihr, was das heißt? Wie präzise das sein muss? Ja? Mit nur ein Trilliardstel schneller oder langsamer Ausbreitung wäre es nicht so zustande gekommen. Ja? Wisst ihr, was das heißt überhaupt? Nur ein Trilliardstel. Ja? So, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja? Stellt euch mal vor, das hätte uns Jesus gesagt. Die Leute, Petrus wäre auf dem Weg nach Rom, ja? Hätte erzählt, wir haben Sonne, wir haben DNA, wir haben unsere Galaxie, unsere Galaxien, das Universum ist sich am Ausbreiten, die Galaxien gehen aufeinander zu, die Erde dreht sich um die Sonne, ja, wo Menschen 500 Jahre nach Christus umgebracht worden sind, weil sie solche Aussagen gemacht haben, oder 400 Jahre danach, ja. Petrus hätte nicht mal 100 Meter geschafft. Petrus wäre von Jerusalem, ja. Wir wissen, dass Israel ja so gerade mal so groß ist wie Hessen. Nehmen wir mal an, ja, er wäre, wo heute Jordanien ist, er wäre nach Jordanien gelaufen, ja, bis nach Jordanien, das ist ja nicht weit, und hätte da versucht, ja, zu erzählen, auch irgendwas erzählt, die hätten ihn direkt da gesteinigt, jetzt wohl gar nicht irgendwo hingeschafft, ja. Jesus hat gesagt, ich könnte euch noch viel mehr deuten, doch ihr seid nicht bereit dazu. Die Menschheit ist nicht bereit dazu. Nicht nur die Jünger waren nicht bereit dazu. Die Menschheit war nicht bereit dazu. Wir haben heute ein Weltbild, wenn du heute, das ist ja heute immer noch so, das System gibt ein Weltbild vor. Und wenn du kommst mit einem anderen Weltbild, ja, wir haben heute Glück, dass wir Demokratie haben, Meinungsfreiheit haben, haben wir heute Glück, aber noch vor 200 Jahren sah es anders aus. Da kommst du mit einem anderen Weltbild, man hätte dich erhungen. Oder hätte gesagt, du bist verrückt, hätte dich eingesperrt vor 200 Jahren. Ja? Vor 400 Jahren hätte man dich direkt getötet. Ja? Und darum sagt Jesus, ihr seid noch nicht bereit dazu. Die ganze Menschheit war noch gar nicht bereit dazu. Ja? Stell dir vor, Beispiel, Gott vergibt mir, Christen vergibt mir. Nur ein Beispiel, stellt euch vor, Jesus würde kommen zu uns jetzt, wir wären Jünger in der heutigen Zeit, würde sagen, es gibt Aliens. Ja? Und ich würde rumlaufen, es gibt Aliens. Da kam Jesus kam, hat mir erzählt, da gab es Aliens. Was würdest du mit mir machen? Würdest du mir noch eine Ohrschelle geben und sagen, war mal auf, Digga, Alter. Wo hast du? Ich habe keine gesehen. Wieso siehst du welche? Bist du was Besseres? Wieso? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Gibt es tausende Gründe, einzusperren, sagen, du bist bekloppt oder sonst was? Ihr seid noch nicht bereit dazu. Jesus hat alles, auf alles eine Antwort. Egal, was du fragst. Ich werde dir alle Fragen beantworten. Egal, welche Frage. Aus dem Stegreif. Ja? Warum? Weil ich nämlich nur Jesus benutze. Nur Jesus. Nicht Petrus, nicht Paulus, nicht dies, nicht das, nicht jenes. Nur Jesus, benutzt nur Jesus, Leute. Ja? Vertraut auf Gott und Gott wird euch lenken und euch alles eingeben. Ihr könnt auch sofort die Antworten geben. Ja? Natürlich wird ihr einmal den Anfang machen und später wird das professioneller dargestellt. Ihr habt es gerade den Anfang gegeben, oft. Und dann werden Leute sagen, Hammer. Ja? Genau wie ich am Sonntag ein Video gemacht habe und es gelöscht habe. Ja, ich wollte aufhören mit Videos machen, wollte aufhören, ja, und habe es leider gelöscht. Ja, da habe ich gesagt, natürlich darf eine Frau, ja, in der Gemeinde, ja, oder natürlich darf eine Frau, ja, wenn in der Gemeinde der Mann falsch lehrt, irgendein Müll babbelt, darf die Frau natürlich den Typ, ja, sagen, hier, was laberst du für einen Müll, mach dich ab hier. Beispiel, ein Pfarrer ist in der Kirche und babbelt den größten Müll. Da darfst du dann aber, hallo, darf da die Frau aufstehen und sagen, hier, mach dich mal ab hier, was redest du hier überhaupt? Ja? Ich habe das Video gelöscht und wisst ihr, was passiert ist noch am selben Tag oder am Tag danach, ich weiß nicht genau, aber ich habe am Sonntag das Video gemacht und ich glaube am Sonntag, ey, wo die in Brasilien das Video, wo das passiert ist, noch am selben Tag, wo ich dieses Video gemacht habe, hat ein Pfarrer in der Kirche, ja? In Brasilien, da hat er gesagt, dicke Frauen kommen nicht in den Himmel. Was hat die Frau gesagt? Da ist eine Frau gekommen. Frau gekommen, hat den runtergeschmissen von dem Podest. Hat den runtergestummt. Und ich habe, hätte ich das Video bloß nicht gelöscht, dann hätte ich gesehen. Ja? Und ich habe es noch gesagt. Da hat die Frau Anrecht. Ja, wenn jemand irgendeinen Müll babbelt, sagt, habe ich noch in dem Video gesagt, irgendeinen Müll erzählt, also absolute Müll, zum Beispiel, wie der, ja,
So Katholik, das ist, was ich meine, Katholik, mach doch mal endlich auf. Ein Katholik kann erzählen, was er will da oben. Der kann da oben erzählen, was er will. Ja? Aber das hört jetzt langsam auf. Ja? Der sagt, dicke Frauen kommen nicht in den Himmel. Hat hier Gericht abgehalten über dicke Frauen, dass sie alle in die Hölle gehen. Was ist die katholische Kirche, Leute? Wacht auf, verlasst diesen Ort. Ja? Und die Frau ist gekommen, hat den runtergeworfen. Ja? Super, bravo, diesen Satansdiener. Ja? Seht ihr, was ich meine? Und das ist dann der Hammer. Du sagst solche Sachen und dann siehst du das. Sowas gab es vor, was hat es vorher nie gegeben. Ja? So, ihr Lieben. Vertraut auf Jesus Christus. Ja? Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er. Ja? Und ihr werdet sehen. Ja? Ihr werdet Sachen euch sagen und sie werden passieren und Gott wird euch bestätigen. Gott selbst wird euch bestätigen, dass ihr nicht zweifelt. Denn ihr werdet sagen, haben die mich verstanden? Werden die falsch denken? Werden die. Du sagst was, es passiert. Und dann kannst du sagen, schaut mal. Ja? Darf eine Frau. Na, viele würden mir sagen, nee, eine Frau darf das nicht. Wie kann eine Frau aufstehen in der Gemeinde, und ein Pfarrer sagen, ja, in die Meinung geigen? Ja. Und hier, jetzt ist es passiert. Ja? Und somit habe ich dann das Gefühl, ich habe richtig geredet. Ich habe richtig gedacht. Ich habe die Wahrheit gesagt, weil es passiert ist. Ist kein Zufall, Leute. In Brasilien, nicht hier in Spanien, sagt das, und in Brasilien passiert es. Ja? Keine 12 Stunden später. Leute. Ja? Also, Frauen schweigt in der Gemeinde, doch wenn ihr seht, dass Männer Falsches tun, ja, wie damals, Dorothea, glaube ich, wo die Männer schon aufgegeben haben, keine Motivation mehr hatten, wer war es? War das Dorothea? Ja, wenn sie nicht gewesen wäre, wäre das Judentum gar nicht erst entstanden und nichts. Sie hat die Männer wieder aufgepusht, ist zum Krieg gegangen, hat gesagt, ja, wie sieht es aus? Hallo, ja, wollen wir nicht mal kämpfen gegen die hier, die uns hier umbringen und abschlachten? Wenn die Frau nicht die Leute wieder zusammengebracht hätte und motiviert hätte, ja, versteht mich nicht falsch, ja, liebe Frauen, wenn ihr seht, dass wir Männer, wenn ihr seht, dass wir Männer feige sind, ja, schwach sind, dann müsst ihr ans Ruder, ja? Doch wie gesagt, die Heiligkeit erreicht ihr nur, wenn ihr seht, dass jemand, wenn ihr keinen geistlichen Konflikt habt, spürt so, okay, der ist in der Bibel, der ist, ich rede jetzt nicht von mir, ja? Wenn ihr seht, dass ihr in der Gemeinde, wo ihr seid, doch, der ist eigentlich bibeltreu, ja, da muss der Mann, steht so da, ja? Da müsst ihr schweigen und der Mann redet. Doch wenn, wie gesagt, wenn ihr merkt, der babbelt Kacke, ja? Genau wie meine liebe Schwester hier, ja, die mir oft gesagt hat, ignoriere den, ja, oder nicht in Hass sein, ja, so muss das sein. Die falschen Ecken abschneiden und dann danken, ja, dann danken, ja, so muss das sein. Und liebe Frauen, das ist sehr wichtig, weil ich sehe ja, was in Deutschland gerade abgeht. Ich sehe, was da gerade abgeht, was da erzählt wird. Es kann doch nicht sein, dass da einer sagt, es ist Glück, es kann Glück sein, dass du in den Himmel oder in die Hölle gehst. Und ich gucke dann den Chat an, was die Leute schreiben, und ich denke mir, jetzt geht's ab. Gar nichts, kein Mensch hat was gesagt. Und dann habe ich geschrieben, ja, wer den Willen des Vaters tut, sagt Jesus, kommt in den Himmel. Ja? Und dann hat er kurz darauf geantwortet, weil ich sage Himmel, ja, steht geschrieben nicht Himmel, sondern, aber ich weiß noch, was gemeint ist. Sinngemäß, hat er kurz darauf geantwortet. Ja, habe ich sofort Schluss gemacht und werde mir den Typ auch nie wieder angucken. Nie wieder werde ich mir den Typ angucken. Nie wieder werde ich jemanden angucken, der Gericht abhält. Ja, bis er sich nicht entschuldigt hat. Nie wieder werde ich jemanden angucken, der hinzufügt oder entfernt. Ja, bis er sich nicht entschuldigt hat. Und wenn ich einen Fehler mache, dann bitte sagt mir meine Fehler und ich werde mich entschuldigen. Falls ihr mich schon mal überzeugen könnt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja? Kein Problem, dafür ist die Gemeinde da. So, ihr Lieben, ja? Tschüss. Ich liebe euch, liebt alle Menschen, ja? Doch was sein muss, muss sein. Tschüss.